Hallo Leute, und hiermit begrüße ich euch zu einem kleinen, aber feinen Fragevideo. Und zwar habe ich zurzeit gerade frisch Duke Nukem Forever bei mir installiert. Und ich habe auch schon gesehen, dass es deswegen auch Verwarnungen auf YouTube gibt. Und da ich keine Verwarnung haben möchte, habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar, dass ich die zwar schon Let's Play davon machen möchte, aber dass ich vielleicht die zum Download freigebe. Das heißt, dass ich das auf Mega Upload hochlade. Ich habe dort einen Account und dort eben halt für euch zum Download bereitstelle. Es sind wie gesagt nur die Videos, das komplette Spiel von A bis Z. Ich habe auch schon kurz reingesehen und ja, sagen wir es mal so, es ist ziemlich lustig geworden, finde ich. Also ich habe mich ja im Grunde genommen eigentlich nur über die ganzen Sachen mich beömmelt vor Lachen. Das Spiel wäre es natürlich auf Englisch. Ja, und jetzt ist meine Frage, wollt ihr es sehen? Wollt ihr tatsächlich Duke Nukem Forever, ein ziemlich neues Spiel übrigens auch, tatsächlich auf meinem Kanal sehen, beziehungsweise nicht direkt auf meinem Kanal, sondern zum Download eben halt frei bekommen. Falls ihr irgendwelche Sachen oder so habt, PN-Funktion steht euch ganz gerne offen. Oder eben halt, ich weiß nicht, ob ich dann jedes Mal ein extra Video mache, wo ihr dann Download-Link in der Beschreibung dann eben halt findet. Ob ihr da dann eben halt die Kommentare hinzupacken könnt. Ja, das war's auf jeden Fall von mir. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare, ob ihr das Spiel sehen wollt. Ich würde es auf jeden Fall sehr gerne Let's Playen, weil es ist Duke Nukem und ich bin damals in der Zeit so 1995 oder so, bin ich eben halt mit Computern auch so ziemlich in Kontakt gekommen. Und ich bin auch ziemlich ein Retro-Fan und sowas. Und Duke Nukem Forever, ich habe schon gehört, also für die ganz neueren Leute dürfte das wohl nicht sein. Aber für Leute wie mich jetzt, die jetzt ein bisschen länger mit Computerspielen eben halt zu tun haben. Und gerade auch die Duke Nukem selber schon kennen und sowas, dürfte dann doch Duke Nukem Forever ein ziemlich gutes Spiel sein. Ja. Das war's auf jeden Fall davon. Wie gesagt, ich möchte keine Verwarnung auf meinem Kanal haben. Was auch verständlich ist. Aber trotzdem möchte ich das ganz gerne Let's Play und deswegen würde ich sagen, ist das so der beste Weg. Es sei denn, ihr wisst einen anderen Weg. Zum Beispiel bei einer anderen Videoplattform. Würde vielleicht auch eventuell gehen. Auf jeden Fall freue ich mich da wirklich schon auf eure Sachen, was ihr dazu denkt. Und ja. Bis dann.